Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Labs World 1 diesmal, ja. Mich hat die Labs World Sucht erpackt. Ich muss jetzt einfach auch noch das einzuzocken. Alles nebenher. Das kommt wahrscheinlich am Montag raus. Ich weiß es noch nicht. Irgendwann einfach. Ich sage es nicht wann. Wann ich Bock habe. Und ja. Fangen wir einfach mal an. So, da beginnen wir ein neues Game. Wahrscheinlich wird das ab. Da unten wird wahrscheinlich ein bisschen was abgeschnitten sein, weil irgendwas vom Bildformat her nicht passt. Ja, da müssen wir leider durch. Ja, so fängt die ganze Geschichte an. Chronologisch habe ich ein bisschen falsch begonnen. Wir wissen, wie es funktioniert. Ah, da, das so liebe ich es doch. So, da können wir mit denen können wir schießen. Wo schießen wir es auch nochmal? Ja. Nein! Jetzt muss ich gerade, wo schießt man das nochmal? Ha. Wird mir wahrscheinlich schon mal irgendwann noch erklärt werden. Aber vielleicht kann man hier gar nicht schießen. Ich weiß es ja nicht. Da kommt man eher schlecht durch. Ha. Oh, was habe ich. Ja, müssen wir restarten. Da habe ich jetzt. Ah, oh, meine Finger. Da habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Da bin ich ein bisschen zu schnell. Ja, ich habe ja das Labs World 3 hochgeladen. Ich hoffe, dass es auch so gut läuft wie Labs World 2. Das ging ja richtig ab. Mit Labs World 1 bin ich jetzt nicht so zuversichtlich, aber ich zock's einfach, weil es mir Spaß macht und ich glaube, da kommt es eigentlich drauf an. Und ihr, es macht auch euch mehr Spaß, wenn es mir Spaß macht. Deshalb, ha, nein, ja gut. Wir werden hier jetzt nicht alles einsammeln, ich werde immer so. Wir mal so ein bisschen durchgehen. Nein. Ja, okay, da haben wir jetzt in dem Fall nichts. Aha. Oh, da müssen wir aber hier den Topf einsammeln. Um den geht es ja eigentlich. Ah. Nicht so geschwind. So. Diese Mongo-Käfer, die regen mich so auf. Wenigstens können wir da starten, aber da haben wir es schon ein Leben verbraucht. Ja. Markoxy, den hat es jetzt auch in das Labs World Fieber. Den hat es da jetzt auch gepackt. Der zockt das jetzt auch. Er hat das Dreier schon. Könnt ihr mal drauf gucken. Ich werde wahrscheinlich noch was verlinken. Obwohl, das mache ich in einem anderen Video. Ihr könnt auch mal drauf gucken. Den hat es jetzt gepackt. Finde ich geil. Weil das macht schon ziemlich Fun, ey. Ja, einen Regenbogen springen. Das finde ich vor allem richtig geil. Ich hoffe, dass ihr es auch wenigstens anschaut. Weil ich gebe mir hier mal Mühe. Obwohl, manchmal bin ich ein bisschen zu schnell. Ich zock natürlich nur die Free Version. Na komm, das lassen wir jetzt. Die Plus-Varianten. Ich habe zwar noch ein bisschen Geld, aber ich werde jetzt erstmal die. Ich habe mir vorgenommen, eher die kostenlosen Spiele zu spielen. Ja, die laufen da runter. Und da habe ich gedacht, da nehmen wir einfach mal die kostenlose Version. Die haben wir zwar sofort durchgezockt, aber. Dafür ist sie kostenlos. Okay.
soll die in dem Fall kaputt schießen? Wo schießt man denn? Das ist eine gute Frage. Da? Nee. Jetzt bin ich ja echt. Ja. Mein Bonus läuft weg. Wo schießt man denn? Wo schießt man? Was ist Gott? X. Ah ja, X schießt man, okay. Ha. Ihr wisst ja, wer der Bro ist, ne? Ah, ich liebe es, ich liebe es. Wahrscheinlich haue ich es heute gleich raus. Ich muss alles immer gleich raushauen. Ich bin so ein bisschen voreilig. Beziehungsweise ich muss es einfach raushauen, weil ich das Spiel so liebe. Ich nehme jetzt mal so. Wie viel Level? Ein bisschen was auf. Oh, da ist ein Blatt gefallen. Da schieben die vor sich her, solche. Ich könnte mich aufregen. Ja, chronologisch passt das nicht ganz. Und übrigens, ich muss noch anmerken, wenn es jemand anguckt, oder wenn es jemand anguckt und den es auch interessiert, Labs World 3 gibt es noch gar nicht für Mac. Warum ist das für Android? Da werden jetzt auch, ich habe jetzt so einen Android-Emulator, der heißt BlueStacks runtergeladen. Mit dem werde ich jetzt auch noch Android-Spiele spielen. Ja, ich weiß, es wird nicht alles regelmäßig kommen, aber nein! Bei mir ist das immer so eine Sache mit der Regelmäßigkeit. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Also, gut. Okay, da springe ich lieber nicht hoch. Oh, da kommen jetzt die Käfer raus. Borkenkäfer. Bei mir ist das immer so. Oh Mann, da hatte ich schon mal das Problem. Soll ich es riskieren oder soll ich es nicht riskieren? Ich riskiere es lieber nicht. Ja doch, ich riskiere es, komm. Scheiße. Ich riskiere es diesmal wieder nicht, ja. Da bin ich schon mal dran gescheitert. Diesmal werde ich es nicht riskieren. Schnecken, weißt du, böse Schnecken. Die hasse ich immer. Aber das Komische ist, die letzten Mac-Projekte, die habe ich immer gestartet, als ich krank bin. Und das Lustige ist, Labs World 3 habe ich auch gestartet, als ich krank bin. Ich bin immer noch krank. Und starte Labs World 1. Ist ein bisschen komisch, aber macht euch wahrscheinlich nichts. Schätze ich einfach mal. So, mit den X hat man geschossen, ja. Oh, ha! Das war jetzt Zufall, dass ich den abgeschossen habe. Oder doch? Oh, okay. Aha. So, dann müssen wir jetzt warten, bis er hochfährt, okay. Oh. Okay. Da müssen wir ganz schnell drüber laufen. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht gewusst. Ah ja, klar. Die versetzen sich immer so ein bisschen nach unten, sobald man drauf geht. Na, warten wir mal, bis der Ball hochkommt. Feuerball. So.
Ja, genau, na, also ich werde hier erstmal. Ich weiß gar nicht, wie lange ich eigentlich zocke. Ich werde das Level noch beenden. Oh. Und dann nochmal eins spielen. Dann wahrscheinlich nochmal ein Part aufnehmen. Dass ich da noch einen vorrätig habe. Da werde ich noch einen Let's Test aufnehmen. Ich mache ziemlich viele Let's Tests, weil ich die meisten Spiele, die machen mich halt, die will ich nur mal testen, weil die machen mich jetzt nicht so als Projekt an. Da muss schon wieder was Besseres kommen. Von Banyan hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber es macht trotzdem relativ Fun. Darum habe ich es auch nicht umsonst. Ja, das waren jetzt die ersten Level, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Ja, in dem Fall war das jetzt quasi so der Let's Play Labs World 1. Die kostenlose Version. Ich werde wahrscheinlich in dem Fall doch die Plus-Version kaufen mit allen Leveln 28 und das irgendwann zocken. Aber jetzt wisst ihr mal, ich zocke Labs World 1. Es kommt auf jeden Fall. Jetzt muss ich erstmal meine anderen Mac-Projekte noch wegbekommen. Das war jetzt nur für so zwischendurch, weil ich da halt richtig Bock drauf hatte. Und da würde ich dann abschließend einfach sagen, wieder mal wie immer, das kennt ihr ja schon, tschüss und bis zum nächsten Mal.